Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Von und mit Saskia Worf. Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt den Frühlingsanfang genossen. Ja, eine neue Folge Flötenfragen. Ich habe eine Frage reinbekommen, die ich schon mehrfach gestellt bekommen habe, beziehungsweise die ich in meinem Unterricht einfach sehr, sehr, sehr häufig höre oder zumindest so eine Aussage drumherum. Und zwar die folgende Situation: Ihr steht im Unterricht, völlig egal, auf welchem Level ihr spielt, ob das jetzt, ob ihr im Studium seid und Flöte studiert oder ob ihr Flötenschülerin, Schüler an der Musikschule seid oder eine private Lehrkraft habt, zu der ihr hingeht oder die zu euch kommt. Ihr steht im Unterricht und spielt etwas vor, was ihr in der Zeit davor geübt habt. Das klappt nicht so, wie ihr das geübt habt. Und dann kommt folgender Satz: Zu Hause geht das aber immer besser. Und ich habe die Frage bekommen über Instagram, ob ich nicht mal eine Folge darüber machen kann, was es mit diesem Phänomen auf sich hat, dass wir im Überraum zu Hause sehr erfolgreiche Situationen haben, wo wir merken, oh wow, jetzt klappt's, wir haben es hinbekommen und es wird immer besser. Man merkt so richtig Fortschritte. Ist völlig egal, ob es jetzt um eine Übung geht, eine Etüde, eine Technik, die ihr lernen wollt, ein Stück, ein neues Stück, was ihr lernt, ein Kammermusikwerk, ein Orchesterwerk, wo ihr irgendwie was dran arbeitet. Das ist ganz egal, aber ihr merkt so, boah, ja, jetzt wird es langsam, es wird besser. Und dann geht ihr in den Unterricht und wollt es vorspielen oder spielt es vor und es ist nicht so geil, wie ihr es geübt habt, oder es ist nicht so geil wie einer der Durchläufe, den ihr im Überraum bei euch hattet. Und mit Überraum, ich rede immer von Überraum, aber viele sind das natürlich nicht gewohnt, jetzt wie wir das im Musikstudium haben, dass wir wirklich in ein Gebäude gehen, in eine Hochschule oder eine Akademie oder ein Konservatorium und sich dann wirklich einen Raum zu holen, einen Überraum, wo man reingeht und es ist einfach nur der Raum zum Üben. Ich spreche immer von Überraum, aber natürlich gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten von Überräumen. Es kann sein, dass ihr irgendwie vielleicht sogar bei euch in der Gemeinde irgendwo einen Raum habt, wo ihr hingehen könnt zum Üben. In Mietswohnungen ist das halt immer ein bisschen schwierig. Grundsätzlich gilt nach der aktuellen Rechtslage, ich bin keine Anwältin, ne, und ich bin auch hier nicht als Beratung verstehen, bitte immer noch mal gegenchecken. Aber grundsätzlich gilt meines Wissens, dass man 2 Stunden pro Tag auch in einer Mietswohnung außerhalb der Ruhezeiten ein Musikinstrument spielen darf. Bei Profimusikern wurde das zum Teil auch schon eingeklagt, bis zu 4 Stunden. Allein die Tatsache, dass man das einklagen muss, könnt ihr euch vorstellen, das ist einfach ein bisschen problematisch. Das heißt, wenn man in einer Wohnung wohnt, die sehr hellhörig ist im Haus und es Menschen im Haus gibt, die sich dadurch gestört fühlen, kommt natürlich auch noch aufs Instrument an. Wenn man jetzt irgendwie ja, Klavier spielt und man hat ein E-Piano und kann das Ganze mit einem Kopfhörer oder mit sehr leise gestelltem Klavier spielen, dann kann man natürlich auch länger üben, beziehungsweise auch mal irgendwie abends. Ja, aber bei unserem Instrument mit Querflöte ist das natürlich schwieriger zu sagen, ich übe jetzt abends um 9 noch Schostakowitsch auf dem Piccolo. Das geht dann natürlich nicht. Je nachdem, also wie ihr übt und auch in welchen Räumlichkeiten das ist, also wenn ihr irgendwo einen Raum habt, wo ihr wirklich auch frei spielen könnt, dann ist es natürlich immer wesentlich einfacher, produktiver und für einen selber weniger stressig, als wenn ihr wisst, oh Gott, mich hört jetzt hier das halbe Haus, oder vielleicht lebt ihr auch in einem Haus und euch könnte es vielleicht auch schon ein bisschen stressen, dass eure Familie oder eure Mitbewohner, Mitbewohnerinnen euch hören können. Also einen entspannten Überraum im Sinne von auch Raum, also 4 Wände, aber auch Raum im Sinne von Umgebung, ist schon mal gar nicht so leicht. Na, also wir im Musikstudium haben natürlich einfach diese Möglichkeit, dann wirklich in so einem Haus, wo wir so laut spielen können, wie wir wollen, und
Das merkt man natürlich anhand der Ergebnisse. Also wenn man so eine Art Überraum hat, wo man hinfahren kann, man kann sich wirklich fokussieren, man ist nicht abgelenkt von, ach, ich kann noch schnell die Spülmaschine ausräumen oder ach, vielleicht könnte ich doch noch mich kurz um die Hausaufgaben vom Kind kümmern. Also gerade wenn man jetzt Elternteil ist, man ist nicht so abgelenkt, man kann wirklich üben, sehr fokussiert. Das ist schon mal eine Sache. Also wie sieht eigentlich die Umgebung beim Üben aus? Wenn ihr aber einen Raum habt, in dem ihr wirklich entspannt üben könnt, sage ich es eigentlich auch schon, entspannt üben. Und ihr habt nicht das Gefühl, dass euch irgendwer belauscht, in Anführungsstrichen. Ihr seid ganz alleine mit euch und eurer Flöte im Instrument. Entschuldigung, ganz alleine mit euch und eurem Instrument, in dem Fall eurer Flöte, in einem Raum. Dann seid ihr entspannt. Ihr übt entspannt. Manche Menschen machen sich natürlich auch schon im Überraum Stress und Druck. An der Stelle ganz kleine Empfehlung. Ich habe letztes Jahr eine Masterclass gehalten, die heißt Entspanntes Musizieren. Die Aufzeichnung dazu gibt es immer noch in meinem Online-Shop. Alles in den Shownotes verlinkt, könnt ihr mal reingucken. Wenn ihr also zu dem Typ Mensch gehört, die sich schon beim Üben im Überraum mega Stress und Druck machen, dann ist diese Masterclass wirklich Gold wert. Ich habe schon so viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die diese Masterclass sich angeguckt haben. Und das ist wirklich eine sofortige Wirkung auf ihr Mindset beim Üben hatte. Also an der Stelle, kleiner Werbeblock. Und wenn ihr aber zu den Menschen gehört, die wirklich im Überraum sich total entspannt auf ihr Instrument fokussieren können, dann seid ihr entspannt. Ja, dann habt ihr eine entspannte Atmosphäre, in der ihr euch wohlfühlt, in der ihr gut lernen könnt, eine Lernatmosphäre, Überatmosphäre, in der ihr produktiv und effektiv arbeiten könnt. So. Wenn ihr in den Unterricht geht, da kann die Lehrkraft noch so lieb und ruhig und geduldig sein, so wie ich. Ich bin genauso eine Lehrkraft, zumindest wird mir das auch immer wieder gespiegelt von meinen Schülerinnen und Schülern. Ganz egal, was für ein Instrument ich unterrichte, dass sie sich bei mir sehr wohl fühlen und überhaupt nicht gestresst fühlen und nicht unter Druck gesetzt fühlen, mir irgendwas abliefern zu müssen. Das Problem muss also an der Stelle nicht mal die Lehrkraft sein, die da im Raum sitzt. Aber allein die Tatsache, dass man in diesen Raum geht und der Lehrkraft etwas vorspielt, ist eine andere Situation, als wenn ihr zu Hause mit eurem Instrument allein im Raum seid. Das ist eine Vorspielsituation. Gerade wenn ihr das kennt, also ich weiß jetzt, hier hören ja auch viele Musikstudierende zu, also Flötenstudierende. Da ist das Ganze natürlich noch mal eine Nummer heftiger, denn man bekommt wirklich das Gefühl, manche ProfessorInnen fördern das natürlich auch. Auch da gibt es solche und solche. Ich will die nicht alle über einen Kamm scheren. Aber da gibt es natürlich auch so KandidatInnen, die einem das Gefühl geben, ich komme in den Unterricht, um Leistung abzuliefern, um zu zeigen, wie gut ich geübt habe, um zu zeigen, wie intensiv ich das geübt habe und wie toll ich das jetzt spielen kann. Kleines Gedankenspiel. Wie wäre es, wenn ihr mal in den Unterricht geht mit dem Ziel, etwas zu lernen? Wenn ihr in den Unterricht zu eurer Lehrkraft geht, egal auf welchem Niveau ihr seid, und euch selbst sagt, das ist ein erfolgreicher Unterricht, wenn ich da rausgehe und etwas Neues gelernt habe. Und ihr euch selbst erlaubt, Fehler zu machen, auch im Unterricht. Denn genau dafür geht ihr ja eigentlich in den Unterricht. Dieses Leistungsdenken, wie gesagt, im Studium nochmal eine völlig andere Hausnummer. Ich glaube, da könnte ich eine komplett, vielleicht mache ich das mal. Ich mache mal eine eigene Podcast-Folge, wirklich nur für die ganzen Flötenstudis, die hier zuhören. Denn das ist, wie gesagt, nochmal eine andere Nummer, weil wir das beruflich machen. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass hier überwiegend Leute zuhören, die hobbymäßig Flöte spielen. Und das aus freien Stücken, freiwillig,
für sich als Hobby definiert haben und sagen, ich gehe in den Querflötenunterricht, um etwas Neues zu lernen, um eine Technik zu lernen, um mich zu verbessern, um Hilfestellung zu bekommen von der Lehrkraft. Ihr geht nicht in den Unterricht, um uns Lehrkräften vorzutouren, wie toll ihr geübt habt. Ich kann nicht für alle meine KollegInnen sprechen, aber die meisten, mit denen ich mich unterhalte, sehen das genauso wie ich. Und denen ist es wichtig, dass ihr aus dem Unterricht geht und was mitgenommen habt für die Zeit ohne Unterricht, also ohne betreutes Üben, wie ich es immer nenne. Das heißt, in der Unterrichtsstunde kann ich betreutes Üben machen. Das heißt, ich kann zeigen, welche Methoden kann man dazu verwenden. Ich kann Tipps geben, ich kann Hilfestellung geben, ich kann Dinge zeigen, die ihr noch nicht kennt. Aber wofür meiner Sichtweise nach meine SchülerInnen nicht in meinen Unterricht kommen, ist, um mir zu zeigen, wie toll sie denn die letzte Woche geübt haben. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich bekomme immer wieder am Anfang des Unterrichts, über Monate, bis SchülerInnen das irgendwann mal bei mir verstanden haben, dass sie das nicht sagen müssen, weil ich ihnen das dann immer wieder sage, so, das musst du mir nicht sagen. Ich bekomme regelmäßig, das ist schon indoktriniert in den Kindern und Jugendlichen vor allem. Die kommen dann in den Unterricht und sagen, ja, oh Saskia, ich habe es einfach nicht geschafft die Woche. Ich habe so viel zu tun gehabt, ich hatte Klausuren und dann musste ich lernen, dann musste ich noch die Projektarbeit machen und dann hatte ich irgendwie noch einen Ausflug mit der Schule und ich habe es einfach nicht geschafft zu üben. Und dann sage ich immer so, ja und? Und dann merkt man, wie so eine Erleichterung durch den Körper in den SchülerInnen geht. Und das ist auch bei erwachsenen SchülerInnen, da ist es noch viel, viel, viel krasser, dieses Gefühl, sich vor mir rechtfertigen zu müssen, warum man nicht geübt hat. Und ich dann immer so sehr, sehr salopp sage, das ist doch nicht mein Problem, ob du übst oder nicht. Und das interessiert mich auch überhaupt nicht. Wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Auffassung. Es kann sein, dass hier Leute auch zuhören, die selbst unterrichten, die da vielleicht anderer Meinung sind. Das ist völlig fein. Meine Auffassung von Unterricht ist nicht, dass ich als in der Hierarchie über meiner Schülerin oder dem Schüler stehe und darüber urteile, überhaupt mir ein Urteil erlaube, wie jetzt die Übeintensität und Menge an Übestunden in der letzten Woche, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das ist mir scheißegal. Es ist mir wirklich scheißegal. Denn ich höre, ob eine Schülerin oder ein Schüler sich mit dem Instrument befasst hat. Die müssen mir das nicht am Anfang der Stunde sagen, ob sie jetzt geübt haben oder nicht. Ich höre das. Und ich lobe das natürlich auch, wenn ich höre, dass sich die Person mit dem Stück oder mit der Technik oder mit der Etüde oder der Übung, whatever, beschäftigt hat. Und ich höre das und sage ich, hey, das klingt so, als hättest du das die Woche mal geübt. Ja, hat auch voll Spaß gemacht. Cool. Ja, dann lass uns doch da jetzt ansetzen. Aber ich käme nicht im Traum darauf, wenn eine Schülerin oder ein Schüler mit mir im Unterricht an etwas arbeitet und ich merke, da war die letzte Woche nicht die Zeit und nicht die Energie, nicht die Kapazität, das zu üben, dass ich das dann bashe und sage so, ja, also so geht das nicht. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet von dem ursprünglichen Thema, aber das ist wichtig zu sagen, denn ich kenne so viele, ganz egal welchen Alters, ganz egal welchen Niveaus, die das Gefühl haben, im Unterricht etwas abliefern zu müssen. Also quasi der Lehrkraft zu zeigen, ich habe geübt. Steile These, warum macht ihr das nochmal? Warum spielt ihr Querflöte? Warum ist das euer Hobby? Warum nehmt ihr Unterricht? Ihr macht das nicht für mich als Lehrerin. Ihr macht das nicht für die Lehrkräfte. Ihr macht das für euch. Das heißt, allenfalls, wenn ihr nicht zum Üben kamt oder nur wenig zum Üben kamt, ist das eure Verantwortung. Das sage ich übrigens auch meinen 10-, 11-jährigen SchülerInnen schon. Das ist eure Verantwortung, wenn ihr nicht übt. Und wenn ihr 4, 6, 7, 8, 9 Wochen gar nicht übt, dann kommen halt auch nur ganz wenig hörbare Fortschritte.
Aber dennoch kommen Fortschritte. Also denn in jedem Unterricht lernt ihr, zumindest in meinem Fall, bei meinen SchülerInnen, in meinem Unterricht wird immer irgendwas Neues gelernt oder irgendwas wiederholt oder irgendwas gefestigt. Wenn ihr aber dieses Phänomen habt, dass ihr das Gefühl habt, eurer Lehrkraft etwas zu zeigen und das macht, um Lob zu bekommen oder das macht, um gesagt zu bekommen, hey, man hört, dass du geübt hast, wo du denkst, okay, warum mache ich das? Ich mache das doch nicht, um meine Lehrkraft zu beeindrucken. Ich gehe doch nicht in den Unterricht, um meiner Lehrkraft zu zeigen, wie toll ich geübt habe. Also das tun ganz viele. Und jetzt kommt der Clou, wenn ihr das denkt und seid, und es ist unterbewusst, deswegen ist diese Folge jetzt auch wirklich ein Bewusstmachen dieser Glaubenssätze, weil wir reden am Ende von Glaubenssätzen. Eine Schülerin hat letztens zu mir gesagt, Saskia, eigentlich bist du Flötencoach. Dann sage ich, ja. Also, für mich ist das irgendwie jede Lehrkraft da draußen, nicht nur ich. Wir machen nicht nur musikpädagogische Arbeit, sondern im Prinzip auch immer Mindset-Coaching. Und also in meinem Fall ist das so. Das sind Glaubenssätze, die ihr habt. Und die haben oft, also manchmal haben die was mit dem Instrument zu tun, aber manchmal kommen die auch aus einem ganz anderen Bereich. Das heißt, fragt euch mal, mit was für Glaubenssätzen ihr in den Unterricht geht, was ihr darüber glaubt, wie Unterricht zu sein hat, was ihr mal gelernt habt. Vielleicht habt ihr irgendwann mal diese Erfahrung gemacht mit einer Lehrkraft, die euch das Gefühl gegeben hat, dass ihr bei ihr Leistung erbringen müsst, dass ihr bei dieser Lehrkraft jede Woche zeigen musstet, dass ihr die Hausaufgaben oder die Aufgaben, die sie euch gegeben hat, absolviert habt. Und das ist natürlich dann irgendwann mal drin. Und wenn ihr erwachsen seid oder jugendlich, also ich sag mal junge Erwachsene oder Erwachsene, dann habt ihr das im System und dann denkt ihr, das muss so sein. Und ich habe letztens so einen Workshop gegeben und da kam das auch, da haben wir so einige Dogmen aufgelöst. Dogmen sind für mich nichts anderes wie kollektive Glaubenssätze, die in so bestimmten Instrumentengruppen oder natürlich auch außerhalb vom Musikbereich, aber in unserem Fall jetzt so Dogmen, wie das zu sein hat. So, das ist so. So, das sind Dogmen, weil nein, das ist, Entschuldigung, aber das ist Bullshit. Das sind Glaubenssätze, die irgendwann mal in euch reingepflanzt wurden, in der Regel von außen. Und dann hat meine Lehrkraft zu euch gesagt, ja, das ist so oder das muss so gemacht werden oder man muss so und so viele Stunden pro Woche üben oder whatever. Und wir hinterfragen das halt nicht. Weil es ist ja unsere Lehrerin oder unser Lehrer. Und wir hinterfragen das oft nicht, was diese Person so zu uns sagt. Wir nehmen das so auf und haben das Gefühl, alles, was diese Person sagt, ist Gold. Und ganz ehrlich, also ich unterrichte jetzt schon sehr, sehr lange, aber nicht alles, was ich von mir gebe, ist auch korrekt. Also manchmal sage ich Dinge, manchmal sage ich Sätze, wo ich mir danach, im Nachhinein denke, so, was hast du denn da jetzt rausgehauen? Ja? Wenn das etwas ist, was potenziell sogar verletzend sein könnte, dann entschuldige ich mich auch. Ich sage so, okay, sorry, das war vielleicht als Witz gemeint, aber ich merke, das war vielleicht gar nicht so lustig. Oder ich merke, dass ich bestimmte Sätze rausballer, weil ich vielleicht gerade nicht so ein bisschen über das nachgedacht habe, was ich da sage und merke dann, oh shit, okay, ich möchte eigentlich nicht, dass dieser Glaubenssatz jetzt bei der Schülerin oder dem Schüler im Kopf hängen bleibt. Deswegen ist für mich das Unterrichten auch so anstrengend. Und nicht nur für mich, sondern für viele MusikpädagogInnen, weil wir oft sehr genau darüber nachdenken, was wir da jetzt sagen und wie wir das verpacken, wie verpacken wir Feedback, wie verpacken wir Kritik und so weiter und so fort. Wenn ihr also jetzt da zuhört und ihr erkennt euch wieder, dass ihr das Gefühl habt, wenn ihr in den Unterricht geht, es ist immer schlechter, wie ihr spielt, als zu Hause im Überraum, dann hinterfragt doch mal, was ihr euch selbst für einen Druck macht. Denn diese Vorspielsituation, in Anführungsstrichen, ihr seht meine Hände gerade nicht, kreiert ihr ja selbst. Denn ich versuche das bei meinen SchülerInnen zumindest so gut ich kann zu entschlacken und zu sagen, so, das ist jetzt keine Vorspielsituation, sondern ich sage ihnen so, hey, das, was du jetzt die Woche gemacht hast, kannst du mir gerne mal vorspielen, ja, das kannst du jetzt mal spielen. Und ich frage zum Beispiel auch immer im Vorhinein, hast du Fragen in der Woche gehabt zu irgendeiner Stelle? Und dann klären wir die Fragen schon mal und sagst, okay, dann spiel das doch jetzt mal, was du gemacht hast. Und wir gucken uns an, ob es da noch irgendwelche Fragen gibt, irgendwelche Probleme gibt, irgendwelche Fehlerchen sich vielleicht auch eingeschlichen haben. Kommt natürlich auch ein bisschen aufs Niveau an, ne? Und
versuche das so gut ich kann nicht als Vorspielsituation zu deklarieren, im Sinne von, du zeigst mir jetzt, was du kannst und was du geübt hast und ich bewerte das dann, sondern das immer so auf Augenhöhe zu machen. Das ist aber für manche, vor allem erwachsene SchülerInnen, gar nicht so einfach, weil für die ist das schon drin. Die sind schon so drin in diesem Tunnel von, ich muss meiner Lehrerin jetzt vorspielen und dann zeige ich der, was ich gemacht habe die Woche. Und was passiert dann? Nervosität geht an, Lampenfieber bei manchen. Das heißt, euer Körper, euer Nervensystem reagiert auf den Stress. Adrenalin wird ausgeschüttet. Ihr seid es nicht gewohnt, damit so zu spielen. Denn auch das dürfen wir üben. Also auch Vorspielen darf geübt werden. Mit diesem Adrenalinkick umzugehen, das dürfen wir lernen. Also ganz egal, ob man das beruflich macht oder nicht. Das heißt, ihr bekommt eigentlich ein Gefühl von Vorspielsituationen, Adrenalinkick, Nervosität, Nervensystem übersteuert. Und in der Regel, wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, spielt ihr schlechter als im Überraum. Und das ist auch völlig verständlich. Ich habe mal so ein sehr witziges Meme gesehen, das war, glaube ich, ein Pferd, ein Bild von einem Pferd, also ein richtiges Foto. Und da stand irgendwie, wie ich im Überraum spiele. Dann kam so eine Zeichnung, wo man auf jeden Fall noch ein Pferd erkannt hat. Also es war schon so eine, ne, so ein bisschen kindlichere Zeichnung von einem Pferd. Dann stand da, wie ich im Unterricht vorspiele. Dann war da so eine Zeichnung, wo man eigentlich nicht mehr viel von dem Pferd erkannt hat, wie ich auf der Bühne spiele. Und dann war irgendwie noch ein Bild, was noch krasser aussah und wie ich in der Prüfung spiele. Also es ging an Musikstudierende. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was der Untertitel dazu war. Aber im Prinzip, man hat genau das gesehen. Also wie ich zu Hause in meinem Überraum oder so, wenn ich alleine bin, spiele. Dann, wenn ich im Unterricht spiele, geht es schon nicht mehr ganz so gut, wie ich mir das eigentlich in meinem Überraum zusammengesetzt habe. Dann gehe ich auf die Bühne und dann habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie gar nicht geübt. Warum geht das nicht? Und wenn ich dann auch noch eine Prüfung habe, also ich weiß, ich werde danach bewertet, dann ist komplett Knockout. So. Die gute Nachricht, die ich für euch habe, ist, es geht allen so. Ich kenne wirklich sehr wenig Menschen, auch im beruflichen Kontext, also sprich in der Ausbildung, im Musikstudium, die nicht im Überraum besser spielen als im Unterricht. Also ich kenne nur Leute, denen es genauso geht wie dieser Person, die mir geschrieben hat, die gesagt hat, ich habe so gut geübt, es war so gut ich habe noch Durchläufe vor dem Unterricht gemacht, es war so super und dann stehe ich im Unterricht und ich kriege nichts mehr hin. Und ich habe das schon so oft gehört und ich glaube, jede Person, die gerade zuhört, kennt dieses Phänomen. Und es ist eigentlich kein Phänomen, denn es ist einfach völlig normal. Und lösen kann man das tatsächlich, indem man diese Glaubenssätze über Unterricht, wie Unterricht zu sein hat, erstmal versucht anzugehen, zu gucken, was denke ich da eigentlich und gegebenenfalls auch mit der eigenen Lehrkraft mal darüber zu sprechen, also ernsthaft darüber zu sprechen, dass man sagt, ich habe einen totalen Druck, den ich mir mache, wenn ich in den Unterricht gehe. Und wenn die Lehrkraft auch nur halbwegs gut pädagogisch ausgebildet ist, dann wird sie genau wissen, was zu tun ist, denn der Unterricht ist eben kein Konzert. Der Unterricht ist Unterricht und da wollen wir ich persönlich möchte einen fehlerfreundlichen Raum kreieren. Das heißt, da dürfen Fehler passieren. Das ist okay, wenn das Vorspielen des geübten Stückes schief geht im Unterricht, weil dafür ist man ja da. Weil wenn man das alles schon perfekt könnte, bräuchtet ihr nicht mehr zu üben und ihr bräuchtet auch nicht in den Unterricht zu gehen. Das heißt, wir haben so ganz, ganz fiese Glaubenssätze, die sich eigentlich auch irgendwie widersprechen, weil auf der einen Seite denken wir wollen Unterricht nehmen, um uns zu verbessern, um Feedback zu kriegen, um was Neues zu lernen. Auf der anderen Seite haben wir aber den Anspruch an uns, doch bitte, wenn wir dann in den Unterricht gehen, alles perfekt vorzuspielen. Wo ich mir denke, passt irgendwie nicht zusammen. Aber das sind, wie gesagt, auch Glaubenssätze, die zum Teil aus anderen Lebensbereichen kommen. Das muss also nichts mit dem Instrument zu tun haben. Weil bei mir war es zum Beispiel dieses, ich darf keine Fehler machen, hatte nichts mit meiner
instrumentalen Vita zu tun. Also, und ich habe schon sehr früh angefangen, Instrumente zu spielen, aber das hatte nichts mit Instrumenten zu tun. Das ist in der Grundschule entstanden, bei einer Sportlehrerin. Also, ich weiß heute, wo der Glaubenssatz herkommt, in welcher Situation er geboren ist. Und das hatte nichts mit Musik zu tun. Es hatte nichts mit einer Vorspielsituation zu tun. Und das überträgt sich aber dann. Und ich finde es wichtig, bei dieser ganzen Thematik, dass ihr euch klar macht, das ist normal. Es geht allen so. Und es ist auch okay. Denn genau dafür geht ihr in den Unterricht. Wenn ich Schülerinnen und Schüler auf Vorspiele vorbereite, auf Prüfungen vorbereite, dann geht das auch in eine ganz andere Richtung, weil dann üben wir das ja auch. Also wir üben dann im Unterricht vorzuspielen. Das ist ein eigener Bereich sozusagen im Unterricht zu sagen, so und jetzt machen wir einen Durchlauf für das Konzert oder für die Prüfung und wir tun so, als wäre Konzert. Denn gute Nachricht an euch, unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen Vorstellung und Realität. Das kann in beide Richtungen genutzt werden, also auch in die für uns positive und sinnvolle Richtung, denn wir können uns auch einfach nur vorstellen, dass wir in einer Konzertsituation sind. Ihr könnt euch im Überraum, wenn ihr übt, vorstellen, da steht jetzt die Lehrkraft neben euch und hört euch zu und spielt das Stück zum Beispiel einmal durch mit diesem Gedanken, meine Lehrerin oder mein Lehrer steht daneben. Euer Gehirn unterscheidet nicht zwischen Vorstellung und Realität. Das ist die Grundlage dafür, warum mentales Üben funktioniert. Beziehungsweise mentales Training. Also falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, auch dazu werde ich bestimmt mal eine Podcast-Folge machen, denn dazu bekomme ich recht häufig Fragen, wie man mental üben kann. Gerade wenn man nicht so viel Zeit und Raum dafür hat, aktiv zu üben. Ja? Also mentales Üben funktioniert nur deswegen so gut, weil unser Gehirn nicht unterscheidet, ob wir die Bewegung jetzt wirklich ausführen oder ob wir uns nur vorstellen, diese Bewegung auszuführen. Und genauso gilt es auch mit solchen Situationen. Also ich habe mich so auf meine Prüfungen vorbereitet, dass ich mir bei jedem Durchlauf, den ich gespielt habe, immer vorgestellt habe, da sitzt die Prüfungskommission, in welchem Raum bin ich da, da sitzen Menschen, wie riecht es, wie warm ist es auf der Bühne. Also ich konnte mir alle Parameter, die ich mir irgendwie vorstellen konnte, habe ich mir vorgestellt und habe in diesem Zustand geübt, als wäre ich jetzt in der Prüfung. Und genauso kann man das mit Konzerten machen und so übe ich auch mit SchülerInnen, dass ich dann sage, wir stellen uns jetzt vor, da sind die Leute, das ist der Raum etc. und jetzt machen wir einen Durchlauf. Das kann man genauso üben wie ein neues Stück. Aber das ist ein eigener Bereich und das ist etwas, was man abtrennen darf von, ich spiele in meinem Unterricht meiner Lehrkraft das vor, was ich in der Woche erarbeitet habe. Und wenn ihr euch da so einen Stress macht, dass ihr denkt, ich muss das jetzt hier abliefern, das muss gut sein, weil meine Lehrkraft muss ja merken, dass ich geübt habe. I'm sorry, wenn ich das so hart sage, aber dann macht ihr es nicht für euch. Dann macht ihr es, um eure Lehrkraft zu beeindrucken. Und das ist meiner Meinung nach die völlig falsche Motivation. Und ihr könnt mal, vielleicht seid ihr ja auch Eltern, ihr könnt mal eure Kinder beobachten, wie oft es doch schnell passiert, dass Kinder und Jugendliche Dinge machen, um Lehrkräfte zu beeindrucken, ihre Eltern zu beeindrucken. Das geht ganz schnell. Oder etwas zuliebe den eigenen Eltern zu machen. Ich kenne Kinder und Jugendliche, die mir dann sagen, sie machen diesen Unterricht, weil ihre Mama so gerne Querflöte gelernt hätte oder Klavier. Wo ich es schon hatte, dass ich dann hingegangen bin und gesagt habe, okay, dann darf die Mama ab jetzt kommen. Also vorausgesetzt, die Schülerin oder der Schüler hat keine Lust mehr. Und ich merke das. Dann sage ich, hey, dann kann doch die Mama zu mir kommen oder der Papa, je nachdem. Denn diese Vorstellung davon, beziehungsweise, nee, Vorstellung ist das falsche Wort, diese Herangehensweise, die eigenen Träume und Wünsche auf die Kinder zu projizieren, ist meiner Meinung nach hochproblematisch. Denn es kann sein, dass das Kind total Bock darauf hat. Es kann sein, dass das Kind sogar dranbleibt. Es kann aber auch sein, dass dieses Kind nach wenigen Wochen merkt, boah, das ist irgendwie nicht meins, aber ich sehe, wie glücklich Mama ist, dass ich zum Klavierunterricht gehe.
Und mir bricht das immer das Herz, wenn ich das irgendwann merke, weil ich dann denke, boah, das Kind stresst sich jetzt ja auch damit und man merkt eigentlich, hat das Kind gar nicht so viel Lust darauf oder der Jugendliche gar nicht so viel Lust darauf und macht das irgendwie zuliebe der eigenen Eltern. Wo ich dann irgendwann reingrätsche und sage, okay, stopp, wenn du das nicht machen willst, dann musst du das hier auch nicht machen. Ich brauche keine Kinder, die sich gezwungen fühlen. Das ist keine Grundmotivation. Und dasselbe gilt auf der Ebene mit dem Thema Üben und dem Thema Vorspielen im Unterricht, weil ich sage, es geht nicht darum, mich zu beeindrucken. Es geht nicht darum, mir zu zeigen, wie toll geübt wurde. Also ich muss das vielleicht so hart sagen. Also ich hole mir da keinen drauf runter. Ich bin keine von diesen Lehrerinnen, die im Ego sich dann erfüllter fühlt, wenn die eigenen SchülerInnen gut spielen. Dazu gehöre ich wirklich gar nicht. So kein Meter. Und ich will mich da auch überhaupt nicht lustig machen, ehrlich gesagt, über diese Lehrkräfte in meinem, also meinen KollegInnen, die vielleicht noch so ticken, weil es nicht meine Baustelle ist, ja. Aber ich kenne halt nun mal ganz oft diese, ich habe diese Geschichten einfach schon so oft gehört von SchülerInnen, die zu mir gekommen sind, die woanders vorher waren, die mir dann erzählt haben, wie das bei ihnen so war. Und ich dann da mal sitze und denke, hä? Aber also ich als Lehrerin, ich freue mich total, wenn meine SchülerInnen Fortschritte machen. Ich sehe das und denke so, boah, ey, ich freue mich so für die, dass die was Neues lernen, dass die irgendwas hinbekommen, was sie vor 2 Wochen nicht konnten. Ich freue mich mit denen und denke so, boah, schön, und die sind weitergekommen. Aber es ist nicht so, dass ich mir dafür einen runterhole danach und denke so, boah, ja, ich bin voll die krasse Lehrerin und ich habe das voll gut gemacht. Und dann denke ich mir so, also natürlich merke ich, dass ich eine sehr gute Lehrerin bin, aber ich bilde mir da halt nichts drauf ein. Denn es geht ja um die Schülerinnen und den Schüler. Also ich finde es wichtig, den Unterricht SchülerInnen-zentriert zu gestalten und nicht Lehrkraft-zentriert. Und das ist aber das, was in den letzten Jahrzehnten ganz oft noch der Fall war. Also es geht quasi um das Wohlbefinden der Lehrkraft. Und das ist halt in vielen Menschen noch drin. Das heißt, vor allem im Studium passiert das dann, dass man in den Unterricht geht und der Lehrkraft zeigen möchte, wie toll man geübt hat. Ich übrigens auch, ich gehörte auch zu dieser Fraktion. Die den Professor beeindrucken wollte und die Lob haben wollte, die quasi den Arsch gepudert bekommen wollte dafür, dass sie sich so angestrengt hat. Aber da bin ich außerhalb von dem, warum ich das eigentlich mache, weil es geht ja eigentlich gerade nicht um meinen Prof oder meine Dozentin oder meinen Dozenten oder meine Lehrkraft, sondern es geht eigentlich ja um mich. Das heißt, ihr dürft euch hinterfragen, ihr dürft eure Glaubenssätze hinterfragen, die ihr über Unterricht habt, ihr dürft eure Glaubenssätze darüber hinterfragen, wie Unterricht abzulaufen hat und was ihr von dem Unterricht mit eurer Lehrerin oder eurem Lehrer euch wünscht. Ihr zahlt diesen Unterricht und ihr dürft dann auch mitbestimmen, wie dieser Unterricht abläuft. Und wenn ihr merkt, der Unterricht läuft nicht zu euren Gunsten ab, in Gottes Namen, dann kündigt diesen Unterricht, weil ihr macht das ja, um selber weiterzukommen. Ihr macht das, um euch weiterzubilden, um besser zu werden, um was Neues zu lernen und nicht um der Lehrkraft irgendwie das Ego zu streicheln. Und ich weiß, dass das vielleicht dann in manchen Fällen, wenn ich das jetzt so erzähle, bei manchen Leuten dann triggert, die dann sagen so, na, wie kannst du nur? Ich sage, wenn es euch triggert, dann hat es irgendwas mit euch zu tun. Weil ich spreche hier eigentlich einfach nur die blanke Wahrheit über das, was ich in den letzten Jahren ganz oft erlebt habe. Dass SchülerInnen zu mir kamen und das Erste, was ich erstmal machen durfte, war, denen den Druck rauszunehmen, den Stress rauszunehmen. Ich hatte SchülerInnen, die sind zusammengezuckt, wenn ich unterbrochen habe, um ihnen etwas zu erklären, weil sie dachten, sie haben was falsch gemacht. Ich habe SchülerInnen in meinem Unterricht schon gehabt, die hatten einen Heulkrampf erstmal in den ersten Stunden, weil sie sich so unter Stress gesetzt gefühlt haben. Ich hatte SchülerInnen, die gezittert haben in meinem Unterricht, wenn sie zu mir gekommen sind. Und ich war so, was zur Hölle ist denn passiert vor? Also was ist denn vor meinem Unterricht hier mit dir gemacht worden, dass du jetzt hier sitzt und so einen Stress und so eine Angst davor hast, was falsch zu machen? Und ich so auf diesen Satz gehört habe, ja, zu Hause ging's. Zu Hause konnte ich das gut spielen, aber hier kriege ich das nicht hin. Dann sage ich, okay, das.
hat aber erstmal nichts mit mir zu tun. Mit mir als Saskia hat das nichts zu tun. Das hat was mit der Situation zu tun, mit den Erfahrungen, die man in solchen Situationen schon gemacht hat. Das hat vielleicht was mit den Erfahrungen der vorherigen Lehrkraft zu tun, denn die geben das dann ungefiltert so weiter. So nach dem Motto, so wurde ich auch unterrichtet, da musst du jetzt also auch durch. Und ich muss sagen, das ist halt so unreflektiert as fuck. Und ich habe mich halt sehr, sehr, sehr viel mit meinen psychischen Themen natürlich auch beschäftigt, aber auch mit meinem Unterricht. Wie habe ich gelernt? Wie habe ich geübt? Ich hinterfrage mich in jeder Stunde. Ich gehe nach jeder Stunde raus, beziehungsweise nach einem Unterrichtstag und reflektiere diesen Unterrichtstag und gucke, was waren vielleicht so Situationen, wo ich auch anders reagieren hätte können und was ist da eigentlich passiert? Und das fordert aber eine Reflexionsfähigkeit, die sehr viele Menschen zwar in sich tragen, aber nicht nutzen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass gerade diese Menschen, die jetzt hier zuhören, die sagen, mir geht es so, dass ich im Unterricht einfach immer verkacke oder ich kriege es nicht so hin, wie ich es im Übelraum hatte, ihr euch mal die Frage stellen dürft, wie denke ich eigentlich über Unterricht? Habe ich das Gefühl, meiner Lehrkraft was beweisen zu müssen? Stresst mich irgendwie die Situation Unterricht? Habe ich das Gefühl, vorspielen zu müssen? Stresst mich vielleicht wirklich meine Lehrkraft? Das kann ja sein. Wie ist meine Übesituation so? Und will ich das so? Also will ich so gestresst im Unterricht sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, diese Antwort wird bei fast allen so sein, dass sie sagen, nee, ich möchte eigentlich nicht gestresst im Unterricht sein. Und da ist es wichtig, dass ihr euch klar macht, man kann keine Gedanken und Gefühle in euch reinstecken. Also wir sind zwar sehr gut darin, im Außen zu suchen und zu sagen, die Person ist schuld, aber in den allermeisten Fällen triggert die Person zwar was in euch oder sie stößt was in euch an, aber die Person hat das Gefühl nicht in euch reingesteckt. Das heißt, wenn ihr Angst habt, wenn ihr Stress habt im Unterricht, dann hat das vielleicht nicht so viel mit der Lehrkraft zu tun, sondern eher mit einer Erfahrung, die ihr mal gemacht habt. Und da dürft ihr hingucken. Und dann werden diese Themen oder diese Frage mit dem, ich spiele im Unterricht einfach nicht so gut wie zu Hause, sich irgendwann von selbst lösen. Das hat aber nichts damit zu tun, ob ihr gut oder viel oder nicht so viel oder nicht so gut geübt habt. Sondern das hat was mit Mindset zu tun. Das hat was damit zu tun, wie ihr darüber denkt. Gedanken erschaffen Gefühle, Gefühle erschaffen Handlungen. Das gilt natürlich auch im Instrumentalunterricht. Und es ist völlig egal, was für ein Instrument ihr spielt. Ich hoffe, dass euch diese Folge ein bisschen den Stress rausgenommen hat, im Sinne von, dass ihr nicht alleine seid damit. Wirklich nicht alleine seid. Und ich habe mir es eben auch schon aufgeschrieben, ich werde auf jeden Fall eine Folge dazu machen zum Thema Flötenstudium. Also wie ist es mit dem Bereich Flöte, also Flöte als Beruf, Ausbildung, wie ist das im Studium mit Üben und Unterricht? Denn das hat nochmal eine andere Intensität und eine andere Thematik, weil wir da einfach von Leistung reden, im Sinne von, wir bekommen Noten, wir haben Prüfungen, wir spielen ein Konzert am Ende, wo eine Note drauf gegeben wird. Da ist der Stress ein anderer, als wenn ich hobbymäßig Flöte spiele. Und mit diesem Stress umzugehen, zu lernen, mit diesem Stress umzugehen, der nun mal Stress ist, da kann ich euch ein Lied von singen. Dementsprechend glaube ich, dass da eine eigene Folge auf jeden Fall sinnvoll ist. Ich hoffe, dass euch das was gebracht hat, was ihr jetzt hier gehört habt. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr auch nochmal Themenwünsche habt über dieses Thema oder andere, dann schreibt mir die sehr gerne. Alle Infos, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt, findet ihr in den Shownotes. Und auch meinen Shop findet ihr in den Shownotes, wo Webinare sind für Flöte, wo Masterclasses sind, wo es so ein bisschen in die Richtung geht wie hier. Ne? Und ja, that's it. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Und schaut gerne mal bei mir auf Instagram vorbei, wenn ihr Instagram habt, wenn ihr mich jetzt hier also über den Podcast findet und denkt so, ah, der kann man gut zuhören. Schaut gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei, saskia.worf, und ansonsten auch auf meiner Website. Aber wie gesagt, alles in den Shownotes zu finden. Ich habe tatsächlich auch noch Unterrichtsplätze frei, denn im Moment ist ein bisschen Fluktuation bei mir, weil ein paar bei mir jetzt keinen Unterricht mehr nehmen, weil sie Aufnahmeprüfungen
gemacht und auch bestanden haben, zum Großteil. Und demnach könntet also ihr, wenn ihr jetzt Interesse habt, bei mir Online-Unterricht zu nehmen, auch mal nur 1-2 Stündchen, könnt ihr das gerne anfragen. Dafür schreibt ihr mir einfach eine Mail. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann.